So, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem My Minute Green World Channel. Heute haben wir für euch zwei neue Pflänzchen. Was heißt neue? Die müsst ihr doch kennen. Anemone Bartheri. Eine schöne kleine mit einem saftigen Grün. Eigentlich eine Submerse Aquarienpflanze. Die hat uns Garnelengümmler zur Verfügung gestellt. Und Ultricolara Graminifolia. Schöner Rasen, auch Emers und Submers im Wasser- oder Terrarienbereich. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit diesen Mini-Terrarien, den kleinen lebenden Lappen. Und da werden wir heute in diese Zylinder, ich habe hier schon mal zwei vorbereitet, einmal mit dieser schwarzen Lama indonesische, das ist natürlich ein sehr schöner Farbkontrast, ja. Mein jetzt hier Favorit vorher, früher war dieser Dragonstone, mein Favorit, wie er es reinigt und so, verlinken wir euch hier oben mit einem Kercher. Da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert, weil ich eine LKW-Ladung davon, eine Anhängerladung, Auto-Anhängerladung davon voll hatte. Die kann man wiederum sehr schön drapieren mit kleinen Pflanzen hier drin. Ja, das wär's. Da starten wir erstmal. Jetzt zeigen wir uns erstmal, wie wir das rausbekommen aus dem glibberigen Zeug. So, eins hatte ich noch vergessen. Das sind, wie gesagt, unsere beiden Hauptpflänzchen, die wir heute einpflanzen werden. Und dann habe ich noch von Garnelengümmer diese schönen Düngemittel bekommen. Die werden wir in einem Glas ausprobieren, in dem anderen nicht. Und dann werden wir das mal ein, zwei Monate lang beobachten. Flower Boost aus dem Grund, weil die Utricolara Graminifolia sehr schöne kleine Streichholzkopfgroße Blüten hervorbringt. So eine, die sind so weiß bis so ein rosa, leichten lila Stich. Und sehr schön. Das hier ist für später, wenn die ganze Chose eingefahren ist. Und hier haben wir was zum Starten. Das werden wir heute aufbringen. So, das sind die wunderschönen kleinen Anubias. Die gehen zum Glück auch Emers. Wie gesagt. So, dann das hier ist nochmal das Utricolara Graminifolia. Wie ihr das bekommt vom Garnelengümmler. Das werden wir jetzt erstmal entfernen aus dieser glibberigen Schicht. So, ich weiß nicht, ob ihr das abscannen könnt im Standbild, keine Ahnung. Ansonsten könnt ihr online das alles dort erwerben. Garnelengümmler. Wir nehmen das erstmal einfach raus. Und auch nicht, aber ich tue, was ich kann. Die auf Stein aufbinden, die sind Aufsitzerpflanzen. Wenn die geschlossen werden vom, ja, das ist diese glibberige Masse. So, dann weichen wir die mal ein. Wie gesagt, nehmt kein Leitungswasser, wirklich Regenwasser oder destilliert ist, damit keine Ablagerungen da drin entstehen. So, die können sich schon mal ein bisschen ans Bad gewöhnen. In der Zeit werden wir hier diese wundervolle Grasmatte auch mal rausnehmen. Da könnt ihr euch auch eine schöne Mütze von bauen. Ne? So, das ist so ein, wirklich wie ein Grasbett. Ich werde es einfach mal hier einlegen und versuchen später zu. Zwischenzeit zeige ich euch mal direkt aus Asien was. Dasselbe Gras. Barbecue Wasserschlau heißt es auch. Hier sind die kleinen Blüten. Die haben es in so einem Granulat. Ein bisschen lehmig war das, aber hauptsächlich sollte das Wasser durchlässig sein, dass da keine Staunässe an den Wurzeln, entsteht. Das ist hier meine Erdmischung, das ist normale Blumenerde, Perlit, Holzkohle, Stückchen, kleingeschnittenes Sphagnum Moos und ein bisschen von Bonsai-Erde, Akadama-Fragmente. Und diese ist auch recht durchlässig, dass keine Staunässe entsteht.
Und los geht's. Unsere beiden Kumpels hier, Anton und der Bert. Anton, werden wir hier links reinmachen. Bert hier rein in das rechte. Und das rechte werden wir jetzt auch gleich mal hiermit zusammen andüngen, meine Freunde. Und los geht's. Riecht ein bisschen chemisch. Das soll, haben sie mir im Laden gesagt, mit Hormonen sein. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Aber schauen wir mal. So, ich mache jetzt mit unserem Sprüher bloß mal die Frontscheibe sozusagen sauber. Dass wir da keine Ablauerung haben und das auch schön betrachten können. So, jetzt kommt unser Bert hier rein. Den setzen wir unten in der Mitte. Oha, der Meditationsgecko hier unten. Und den setzen wir hier rein. Der wird drüben gucken und sagen: Mann, bei dir ist aber schön grün. Wie machst du das in deinem Glas, mein Freund? Und dann sagt Bert: Ich habe einen ganz speziellen Dünger da. Wabi-Start. Mit Dünger. Ohne Dünger, meine Freunde. Seid gespannt, was hier mit dem Grün passieren wird. So, ich fahre nochmal das ungedüngte Glas von der Seite ab. Oben rein. Nicht hinten rein. Da geht's kaputt, meine Freunde. So, hier haben wir das gedüngte Glas. Ich habe auch keine Dragonstones genommen, was ich am Anfang sagte, damit der pH-Wert und alles wirklich identisch ist und nicht einer kommt und sagt: Ich weiß, warum das besser wächst. Das ist doch nicht der Dünger. Das ist nämlich wegen den Steinen. Ne? So, da hätte ich Esel fast schon wieder das Wichtigste vergessen, nämlich meine kleinen Helfer, die Springtails. Wir müssen das nämlich animpfen. Die guten kleinen Springtails. Ihr seht noch ein paar rumdüsen. Bing, bing, bing. Kleinsten Krebse der Welt, die sorgen weltweit dafür, dass nichts fault. Aber da, deswegen sollen sie nicht rein, denn das wird Futter. Denn diese Utricularia graminifolia sind fleischfressende Pflanzen. Und die verzehren dann immer mal einen kleinen. So, das war's. Alle beide fertig. Ungedüngt, gedüngt. Ihr seht doch, wie sich das Wasser ein bisschen hochkommt. Ein kleines Butterkumpel. Oben richtig dicht gemacht. Die brauchen auch schön Feuchtigkeit, gerade zum Anwachsen. So, die bekommen beide oder haben beide von mir einen identischen Fensterplatz bekommen, wo sie das gleiche Licht haben. Gleiche Temperatur und jetzt warten wir es mal ab. Dann werden wir uns in 2 Wochen erstmal wiedersehen. Dann werden wir die wieder zusammen vergleichen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, haben wir hier oben für euch noch ein Video, wie wir Hydrocotyla tripartita vermehren. Hier gibt es ein Video für euch. Da stellen wir euch einen wundervollen Rainforest Plant Shop in Bangkok auf dem Chatuchak Markt vor. Und hier unten haben wir ein kleines Video von den Azoren, ein Regenwald, falls ihr ein bisschen chillen wollt, durchs Grüne wandern. Und hier unten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, einen Daumen hoch, ein Like. Wenn euch was interessiert, kommentiert uns, das hilft dem Algorithmus. Und es ist umsonst, Freunde. Und seid gespannt, wie seid gespannt.